Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier in der Akademie von Raya Lucaria unterwegs und haben uns beim letzten Mal in irgendwelchen optionalen Gebieten über den Dächern rumgeschlagen. Willst du mal hier hinkommen, mein Freund? Ich wusste, dass du mir reinrennen würdest. So, und ja, dann sind wir wieder hier zum ganz an den Anfang zurückgekommen quasi. Boah, eure Magie ist schon stark, ja, da kann man nichts gegen sagen, aber ihr seid trotzdem schwach. Und haben gemäß des typischen From Software Level Designs jetzt hier eine Abkürzung freigeschaltet. Wir sind ewig weit irgendwo rumgekraxelt und auf einmal standen wir halt wieder hier am Anfang. Oh, da hängt immer noch einer an der Decke. Wobei, was mich irritiert hat, wir haben ganz oben von den Dächern irgendwo noch gesehen, dass es hier links oder rechts eigentlich eine Tür geben müsste, wo wir in irgendeinen Innenhof kommen. Da lag auch was zum Plündern. Aber das sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Also es gab noch zwei Stellen. Einmal so ein Gerüst, wo ich hätte von oben drauf springen können. Und einmal, wie gesagt, eventuell in diesen Innenhof, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob der Fall nicht zu tief gewesen wäre. Aber vielleicht können wir das sogar noch nachholen. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Scheiße. Stimmt, hier standen ja auch noch Caster, wo ich mal dringend aus dem Weg muss. Wow. Nein, hier rennen sogar mindestens zwei rum. Boah, die sind schon heftig, ne? Ich meine, gut, es sind Caster. Sie setzen natürlich auch darauf, dass sie Leute aus der Entfernung und schnell töten, weil sie im Nahkampf selber nichts zu melden haben. Genau, jetzt müssten wir hier nochmal eine Etage höher kommen. Da oben liegt auch noch lilaner Loot. Habe ich den tatsächlich übersehen? Liegt der? Ach, der liegt auf so einem Leuchter drauf. Ja, es wäre cool, ne, wenn man nochmal auf diese Etagen höher kommt. So, wenn hier an dem Gerüst mal irgendwie eine Leiter oder sowas wäre. Ist aber leider alles nicht. Vielleicht mache ich die Runde irgendwann nochmal. Vielleicht, wenn wir es hier alles erforscht haben. Dann müsste ich die allerdings auch zweimal oder so mindestens machen, weil ich einmal hier, ne, sogar dreimal. Einmal hier runter, einmal auf den Kronleuchter und einmal eventuell in diesen Hinterhof. Aber dreimal die Runde möchte ich euch eigentlich ersparen. Also wenn, würde ich euch jeweils nur den Zielpunkt wahrscheinlich reinschneiden. So, hier ist auch schon wieder so eine Stelle, wo ich euch Stein und Bein schwören könnte, dass hier noch mehr passiert, außer dieser Ritter, der da hinten steht. Oh Gott, ey. Ja, ich hatte den Hoffnung, dass er weiter ranrennt. Er lässt sich natürlich... Wow. Okay, was geht mit dir ab, Junge? Er hat eine MG-Armbrust. Okay, wir haben nicht so viele Seelen verloren, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber wir müssen halt wieder dahin kommen. Und da stehen uns mehrere Caster in dem Weg. Weil der Weg von unten nach oben doch ein bisschen ätzend bewacht ist. So, da kommt jetzt gleich der erste runter. So, ein Caster schon mal weg hier. Ach, kommt, ey. Oh nein, man sollte nicht unbedingt in dieses Gewurschtel reinspringen, ja. So. Ja, ich glaube, einen Trank muss man hier schon mal investieren, wenn man hier durch will. Und jetzt auf dem Weg nach oben mit den Castern, die hier überall rumstehen. Ey, kacke, kacke, kacke. Ich glaube, in diesen Ritter da will ich nachher ein bisschen mehr aggromäßig dran. So, hier steht man erstmal ganz sicher.
Boah. So. Ja, Junge. Komm, gib mir noch ein paar Schellen mit deinem fucking Buch, ey. Ohne Witz. Ein Akademie-Schimmersteinstab. So, jetzt. Ich glaube, da müssen wir doch relativ nah dranbleiben, damit er erst gar nicht in Versuchung kommt, seine Armbrust abzufeuern. Er tut es schon. Ja, wenn man nah dran steht, ne, muss man sich auch mal irgendwie geheilt bekommen und so und mal wieder Ausdauer tanken. Das ist natürlich auch alles eher schwierig, wenn man nah dran steht. Und jedes Mal muss man auch diesen ganzen Weg wieder bestreiten. Ach komm, weil ich den Falschen anvisiert hatte. So, das lief dann jetzt immerhin ganz okay. Mit mir nicht, mein Freund. So, auch das lief bis hierhin soweit ganz geschmeidig. Oh, oh, das tut mir sehr leid, dass du daneben gehauen hast. So, und jetzt wäre es mir ein inneres Bedürfnis, diesen Spacken hier mal umzulegen. Boah, ey, klar, wenn man die volle Packung von dem reinkriegt. Beim Trinken ist es super gefährlich, ja. Du Alter. Ey, sag mal. Man kann sich keinen Konter bei ihm erlauben. Weil er auf jeden Fall schneller mit seiner scheiß Armbrust ist. Ich weiß, man hätte das eventuell schon lernen können. Aber ich brauche für solche Dinger immer ein bisschen länger, bis ich sie da mal... Also mir ist das schon klar, ja, dass er einen schnellen Armbrustkonter hat. Aber ich habe die Hoffnung, dass man durch den einen oder anderen Move halt eventuell doch durchkommt. Aber das hat sich bis jetzt nicht so eingestellt. Ach klar, und ich dachte, er feuert das jetzt voll vor die Säule. Hat er aber nicht. Södele. Immerhin das. So, tschüss, mein Freund. Und bei dir auch. Jetzt. Okay, ich versuche weniger zu kontern bei dem hier. Oh, bin ich zuerst dran gekommen? Ja, klar. Und davon lässt er sich nicht stören, dass ich ihn nochmal erwische, ja? Boah, ich lebe noch.
Ich glaube, ich habe so mit 1 HP überlebt. So, Sprungangriff ist, glaube ich, das Mittel der Wahl, ja. Boah, und ich wollte es schon wieder machen. Ich habe es auch so intus, ich kriege das überhaupt nicht raus. So, jetzt ist aber mal gut hier, Freundchen. 500 Erfahrung bringt der. Das ist echt so bitter. Wow, was haben wir hier schon wieder? Sieht so ein bisschen aus wie diese Helme, die wir hier auch eingesammelt haben. Das sind wahrscheinlich irgendwie mal die Hüter oder Gründer dieser Akademie gewesen. Azurner Schimmerstab. Ja, ist nichts für uns. Ist wahrscheinlich irgendein Caster-Zauberstab. Okay, ansonsten scheint mir hier auch erst mal Ende zu sein, im Teil dieses optionalen Gebietes. Das war diese ganze Dächernummer. Schulklassenraum. Ist das das, wo der Boss gewesen ist? Nee, das ist hier beim Fahrstuhl. Wo ist denn der Boss gewesen? Kirche des Kuckucks. Naja, ich denke, das ist das, wo wir gerade gewesen sind. Forum der Debatte. Dieser Hörsaal könnte durchaus ein Forum gewesen sein. Ja, genau. So, hier ist eigentlich unser Ausgangspunkt. Nee, die Dächernummer mache ich jetzt nicht nochmal. Oder mache ich die nochmal? Weil ich glaube, wenn man einmal weiß, wo man her muss, ne? Haben auch gerade nicht so viele Runen. Ich würde mich zumindest gerne auch nochmal in diesen Hof da droppen lassen, wo man auch schon gesehen hat, dass es da was zu plündern gibt. Ja, und genau, auf diesem Leuchter gab es ja im Prinzip auch noch was, ne? Ach, scheiße, hier steht auch noch dieses... Ah, okay, wir machen es einmal. Uiuiui, ui, ui. Eigentlich wollte ich dich schon im Sprung angreifen, mein Freund. Ach, stimmt, hier dran müssen wir ja auch noch vorbei. Das ist auch kacke, ne? Sie haben einen die Leiter dahingestellt, ja, dass man zu diesem Ort der Gnade kommt. Da hätten sie es einen irgendwie auch noch einfacher machen können, noch eine Etage höher zu kommen. Guck mal, ich kann die auch auf dem Weg hier annehmen. Ich frage mich ja immer das, ne? Ist das einer ihrer Angriffsmoves? Oder bewirkt das dieser Pfeil, den ich hier habe? Oh, jetzt habe ich ihn aus Versehen weggenommen. Aus Tierknochen geschnitzter Pfeil. Diese Spitze wird vor dem Schuss entzündet, verursacht Feuerschaden. Die Federn lassen den... Naja, verursacht Feuerschaden. Also sieht man nicht so aus, als wenn das irgendwas mega Besonderes wäre. Ja, der da stirbt wahrscheinlich wieder, warum auch immer. Bin mir nicht so sicher, ob es irgendwie dann doch an diesen spastischen Bewegungen liegt, dass die irgendwann sterben. Aber nee, der steht einfach wieder auf. Oh Gott, ey. So. So weit, so halb, so wild. So, ging es hier weiter? Guck mal, da drüben liegt auch noch was. Wie kommt man denn da hin? Ich glaube, das ist noch viel verzweigter hier oben auf den Dächern und ich check's nur nicht. Aber kann man an dieser Ranke da hochklettern? Ne, die ist definitiv nur Deko.
Da laufen auch noch Gegner rum. Also dieser Sprung ist viel zu weit, den kann man nicht schaffen, oder? Ich gucke mir jetzt noch eine von den Sachen an, die ich gucken wollte. Und ich glaube, den Rest machen wir dann auch wirklich nachgelagert. Hui. Das hätte auch schon schief gehen können. Wow, wow, wow. So, den hätten wir. Guck mal, da ist eine Leiter. Ah, kann ich es vielleicht mit der Leiter machen, indem ich... Kommt man hier rüber gesprungen? Nee, ne? Ne, wenn es hier noch einen Weg rüber gäbe, ne? Dann hätte man wenigstens eine Chance, wieder so einigermaßen hoch auf die Dächer zu kommen. Aber auch das sehe ich nicht. Okay, hier wollen wir schon mal nicht drauf. Ich hatte beim ersten Mal den Eindruck, hier liegt irgendwas. Jetzt hatten wir hier in der Kirche noch so einen Kronleuchter. So, hier kommen nochmal so komische Vögel an. Er kommt auch alleine, glaube ich. Das ist ja nett von ihm. Na klar. So, da kam noch einer. Eieiei, es kommt mir ultra tief vor. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Aber da sieht man, da ist was zum Plündern. Ist hier noch irgendwo mal... irgendwelche Kanten, wo man drauf fallen könnte... Fenster oder so hier, ne, ne? Aber wo sind wir hier? Wie kommen wir hier hin? Kann eigentlich fast nur durch ein Fenster oder so sein, ne? Okay, Leute, ich gehe zumindest noch einmal da hoch, dass wir uns den Loot vom Kerzenleuchter da holen. Hier, von der Lampe, die da oben hangen. Und dann machen wir weiter. Aber den Weg erspare ich euch. So, im Prinzip sind wir hier wieder auf dem Dach hier mit dem Gerüst dran und dem Shortcut zum Eingangsbereich. Genau, und hier habe ich doch gesagt, hier ist irgendwo noch ein Kronleuchter, wo noch Loot drauf ist. Und den holen wir uns jetzt auch. Schimmerstein, oh, der zweite Schimmer, ein zweiter Schimmersteinschlüssel der Akademie. Den wollte, das kann jetzt sein, dass den der Typ am Anfang haben wollte. So, viel mehr wollte ich ja eigentlich auch gar nicht. Der uns ursprünglich mal hier in dem Magiergebiet, in dem Seenland, wie heißt es nochmal, ich kann es mir nicht merken, empfangen hat. Der sagte davon, dass die Akademie mittlerweile verschlossen wäre und er auch nicht mehr reinkäme und dass man diese Schlüssel bräuchte, um reinzukommen und ob er nicht einen davon haben könnte, wenn wir mehrere davon finden. So, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wo wir weiterkommen, ist diese Riesentreppe hier rechts. Und zwar, wenn wir über diese Verbindungsstücke, die man hier geradeaus sieht, laufen. Problem ist nur, hier rannte noch so ein relativ großer Mob rum. Okay, der rennt hier nicht mehr rum. Der spawnt an... Das war ein Miniboss, der nicht mehr nachspawnt? Okay, so krass war der Mob doch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, das hier ist jetzt so die einzige Stelle, die mir so spontan einfällt, wo wir noch weiterkommen würden. Oh, und dann schauen wir mal, was uns... Okay, Gott sei Dank hat uns nicht getötet. Oh Gott, hier kommen immer mehr davon.
Okay, sich diesen Looter zu holen und überhaupt hier raufzukommen, das mutet mir gerade ein bisschen gefährlich an. Ist jetzt Gott sei Dank nicht so weit zurück von unserem letzten... Achso, ich wollte auch mal unsere Waffe upgraden gehen. Ist das so gedacht, dass man hier so raufklettert? So, da liegt auch noch was zum Looten. Zwei Etagen weiter. Man kann hier aber auch leicht runterfallen. Kristallwurfpfeil. Ja, ich mache lieber mit feinem Bogen auch den... Ah ne, ich habe... Ja, wir könnten mal gucken, ob wir unseren Bogen mal ein bisschen upgraden. Wobei ich mir natürlich meine Schmiedesachen noch für weitere potenzielle Waffen behalten möchte. Ich glaube nicht, dass das schon die letzte Waffe ist, die wir so haben wollen. Bummfingermedizin. Ich wollte gerade sagen, hat man irgendeine Chance, überhaupt hierher zu kommen? Gibt es hier irgendwelche Stellen, wo man dem komplett ausweichen kann? So, jetzt sind wir immerhin... drunter weg. Da vorne steht schon wieder jemand. Okay, interessant. Hier ist auch nochmal ein Portpunkt. Aber bevor ich den jetzt benutze und nachher wieder vom Eingang oder so stehe, hätte ich lieber hinter dieser Kugel nochmal irgendwo einen Ort der Gnade. Oh. Karianischer Ritter Moongroom. Er kommt auf uns zu. Sieht so wie so ein Invader quasi aus, ne? Oh, haben wir schon 4 Treffer gelandet. Das tut mir ja ganz doll leid. Oh Gott, jetzt hätte ich ihn stabben können, hab's aber verkackt. Nein, du heilst dich hier nicht gerade, oder? Er macht den gleichen Angriff wie ich, wie geil. Oh, jetzt muss ich hier richtig aufpassen. Okay. Aber prinzipiell ist er ein Lappen, glaube ich. Ich weiß schon jetzt, dass ich für diesen Spruch noch mindestens weitere 10 Male bei ihm sterben werde. Achso, wo wir jetzt gerade hier sind. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, auch in irgendeinem Forum gelesen, Shortcut zur Akademie. Man kann hier Dreieck drücken, dann geht so eine Liste mit den Orten der Gnade auf. Auch nach Gebieten sortiert, das wusste ich noch gar nicht. Und man kann dann hier, glaube ich, Quadrat drücken und kommt zur Tafelrundfeste. So, jetzt... können wir gleich mal gucken, dass wir unsere Waffe nochmal geupgradet kriegen. Schmiedesteine. Ich hab echt nicht so viele Schmiedesteine und ich will die nicht in den Bogen stecken. Ich hatte ja mal kurz drüber gerade nachgedacht. Aber ich vermute mal, dass ich auch mal irgendwann nochmal eine andere Waffe benutzen möchte und dafür möchte ich mir die eigentlich aufbewahren. Aber ich glaube, wenn wir Runen hätten, die wir mit Sicherheit irgendwie haben... 7-mal Stufe 4, aber... Nutzen wir mal Stufe 4. Gibt wie viel? 1200. Und noch diverse andere. Wir nutzen aber die ganzen kleinen hier. So, zack. Na, ob wir damit einen ganzen Level-Up noch hinkriegen mit den Runen, die wir im Inventar haben? Das glaube ich nicht. So, erstmal Stufe 9. Zusätzliche Objekte. Ah, Schmiedestein Stufe 4. Die haben wir noch nicht für... eine Waffe auf Stufe 10. So. 6-mal. Lohnt es sich, die jetzt aufzumachen? Das sind vielleicht 7.000, 8.000. Doch, das könnte hinhauen, oder? Ich hoffe mal. Ansonsten muss ich jetzt gleich nochmal ein paar Gegner farmen. So, wir haben 9.000 irgendwas. Nein, du solltest alle nutzen. Toll. 800 geben die nochmal. Bis 14.000 könnte knapp werden. Aber da müssten wir nicht mehr so viel Gegner umhauen. Bis wir nochmal leveln können. So, 11.800. Es reicht, glaube ich, nicht ganz. Bodenbrunnen an Siofra.
So, Waffe noch einmal gelevelt. Das freut mir. Nein, wir brauchen noch 500. 500, um jetzt ein Level zu machen. Okay. Die will ich auf jeden Fall haben. Den Level will ich mir nicht vermiesen. Und deswegen gehen wir jetzt hier irgendwo nochmal ein paar Leute schlachten. Vielleicht auch mit unseren Jungs hier, damit es ein bisschen einfacher wird. Und dann rasten wir nochmal. Was ist eigentlich der Schwerttanz? Habe ich mir, glaube ich, auch noch nie angeguckt. Oh, der ist eigentlich ganz nice. Aber auch da müsste ich mir jetzt nochmal die Skalierungseffekte angucken, da wir jetzt doch nochmal den einen oder anderen hier mehr in Stärke und so investiert haben. Boah, können wir mal hier rein? So, jetzt sollte ich natürlich beim Runenfarmen, beim kurzen hier auch nicht drauf gehen. Das wäre nicht ganz verkehrt. Wo sind denn meine Jungs? Sind die unten geblieben? Das wäre ja nochmal der Super-GAU, auch wegen so einer Aktion hier jetzt nochmal zu sterben. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Runen. Naja, gut, das hat jetzt auch so geklappt. Achso, ich glaube, die können nur hier unten leben, die Aschegeister, ne? Wenn ich das hier unten verlasse, despawnen sie wahrscheinlich. So, und den Typ da oben würde ich jetzt auch noch ganz gerne umwämsen. So, noch einmal Stärke mehr. Kriegsasche. So, hier müsste ich mal immer noch gucken, ob das, was ich so mache. Schwer haben wir aktuell, sind 282. Nein, das haut nicht hin. 150. Nein, das haut nicht hin. 320. Dass das immer noch so krass ist, die magische Waffe, die macht nicht viel physischen Schaden, aber sie haut halt nochmal kräftig Magieschaden von 160 drauf. Und hier eigentlich ähnlich, aber ich bleib jetzt mal bei schwer. So, dann legen wir uns nochmal mit diesem komischen Ritter da oben an. Ich halte den eigentlich für machbar wie jeden Invader. Die Invader sind natürlich relativ fix, ja, gegenüber den meisten NPCs, wobei auch die NPCs in diesem Spiel für From Software fallen so super fix sind und vor allen Dingen sich wenig von schweren Attacken beeindrucken lassen. Also entweder ist mein Blick auf die alten Spiele total verklärt oder das war mal irgendwie anders. Oh, 93 Runen, okay, dann verlieren wir eigentlich auch nichts. Ich hätte ja immer mal die Hoffnung, dass hier vielleicht so ein Mini-Spalt ist, wo man mal durchkommt hier ganz links, aber. So, ich glaube, wenn nämlich die jetzt nicht gerade voll auf den Kopf fällt. So, my friend. Dann komm mal her. Ja, gut, er nimmt die schnellen Attacken. Sollte ich mir vielleicht auch angewöhnen. Oder so. Wow. Okay, er beherrscht das Active Parry, Leute. Warum sagt mir das denn keiner? Dann wird der Kampf doch noch ein bisschen spannend. Aber ich wusste, dass ich für meine große Fresse bestraft werden würde. Gut, der Weg ist nicht so weit, er ist nur ein bisschen nervig. Beim ersten Mal konnte ich ihn so schön runtermoschen, direkt am Anfang 4-5 Fiebe rein, da war er eigentlich schon halb tot. Und ich habe den Eindruck, eventuell wird es jetzt doch schwieriger. Vor allem der Active Parry, der mich halt instant killt, ja. War ich komplett voll? Ich glaube schon, ne? So, mein Freund, dann probieren wir es nochmal. Oh. Oh. Er ist offen. Dann kriegst du es jetzt auch mal von mir, mein Freund. Nein, er heilt sich noch. Boah. Ohne Witz. Entschuldigung, Leute.
Dieses One-Hit-Wonder, ohne Witz, kann nix, ja. Aber wenn es einmal schafft, unsere Haltung zu durchbrechen, sind wir quasi sofort tot. So, aber das muss doch jetzt drin sein, oder? Und ich verstehe auch nicht, ey, sie hätten hier wenigstens die Lücke einbauen können, dass man hier durchkommt. Ja, wenn man zügig durchrennt. So, ich muss ihn dringend auch vom Heilen abhalten. Ich glaube, das wäre auch schon viel wert. Boah, lässt es sein. Ach, komm, ey. Wenn er diese Geste macht, was will er mir damit sagen? Dass er der King im Haus ist, oder was? Tschüss, mein Freund. Das hast du auch nicht anders verdient. Karianischer Ritterschild und 3000 Runen. Aber ich fürchte, das Schild ist ordentlich schwer. Kann es auch noch nicht tragen und selbst, es wäre immer noch mittlere Last, aber ich kann es noch nicht tragen, weil, ach so, es braucht Weisheit. Ne, Weisheit habe ich leider nicht, schade. Ansonsten sähe es echt ganz nice aus und ist auch eins der wenigen 100% Schilde, die wir haben. Das hier unten natürlich auch, aber dafür braucht man 30 Stärke. Ja, mit so einem Grund, warum ich mal auf 30 Stärke kommen möchte. So, habe ich hier gerade einen Hebel gesehen, ja. Ah ne, es geht eher höher. Okay, ich hätte gedacht, hier ist irgendeine Abkürzung. Sieht mir aber eher nach dem Gegenteil aus. Das heißt, ich würde sagen, der ist jetzt hinüber. Ich hoffe mal, der spawnt nicht nach. Und dann würden wir uns beim nächsten Mal von hier aus ein bisschen weiter umgucken. Hier ging es ja auch noch weiter. Da war ja auch noch dieses Teleport-Dings. Wie gesagt, das werden wir da beim nächsten Mal alles sehen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.